Ich mache mir ja schon Sorgen, wie es weitergehen soll. Ach, wir fangen doch nicht bei Null an. Ja, da hast du recht. Und wir haben ja schon so viel geschafft. Das Wort Tradition kommt ja aus dem Lateinischen, bedeutet überliefern, weitertragen. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich sehr unterschiedliche Formen herausgebildet, wie diese Botschaft gelebt wird. Und hier in der Jugendkirche Efferta haben wir uns die Aufgabe gestellt, herauszufinden, wie können wir diesen zentralen Glauben in neue Formen übertragen, sodass junge Menschen hier in der Jugendkirche Efferta in Münster besser an den Glauben anknüpfen können. Jeder Mensch ist ja von Gott ganz persönlich angesprochen und im Laufe unseres Lebens ist es unsere Aufgabe, uns diesen Glauben persönlich anzueignen, dass Gott uns geschaffen hat, weil er uns liebt, dass er uns begleitet, dass er für uns da ist und dass er uns dazu einlädt, Jesus nachzufolgen, so zu leben, wie Jesus uns das vorgeschlagen hat. Und das Schöne in der Kirche ist, dass wir bei dieser Aufgabe nicht allein gelassen sind, nicht alleine dastehen. Wir können auf andere Menschen schauen und zum Teil eben auf andere Menschen auch, die vor uns gelebt haben. Das bedeutet für mich auch Schatz der Tradition. Wir haben das Glück, dass uns eine Kirche zur Verfügung gestellt ist, die 800 Jahre alt ist. Und wie man sieht, versuchen wir diese Kirche in ein neues Licht zu tauchen, in buntes Licht. Und wir machen die Erfahrung, dass Jugendlichen genau diese Inszenierung dabei hilft, zur Ruhe zu kommen, hier ins Gebet zu kommen. Wenn wir hier Gottesdienst feiern, feiern wir Eucharistie. Und damit unterscheiden wir uns zunächst einmal nicht von dem, was im Dom jeden Sonntag gefeiert wird. Wir versuchen aber durch andere Liedgestaltung, indem wir zum Beispiel Filmausschnitte in den Gottesdienst mit einbauen, auf diese Weise versuchen wir, das Leben von Jugendlichen in Kontakt zu bringen mit der Eucharistiefeier.